Wir spielen wieder Stellaris hier am Matzo-Montag, 19. September, neue Aufzeichnungsstaffel und wir sind live auf Twitch bei WBs Junger Herde und auf YouTube bei unserem Writing Bull. Ja, und Kitarisches Königreich, wir sind unterwegs, haben hier ein bisschen Krieg geführt beim letzten Mal, glorreiche Flottenschlacht. Und das Ganze fand im Fulat-System statt. Ihr seht es, hier ist auch unsere Flotte etwas angeschlagen. Schilde und aber auch die Rüstung etwas runter. Wir müssen hier mit der Flotte jetzt nochmal den letzten Außenposten hier einmal einnehmen von den Piraten. Und dann haben wir hier auch wieder für Recht und Ordnung gesorgt. Hier oben scheint es noch was Rotes zu geben. Hier gibt es auch Piraten. Bei unserem Lehnsherrn. Ist das unser Lehnsherr? Nee, das ist nicht unser Lehnsherr. Unser Lehnsherr ist das hier. Das Heilige Ionische Reich. Und das hier ist das Isravanna Reich. Genau. Wir sind quasi beide unterjochte Vasallen. Ja, wie das halt immer so ist. Ansonsten ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, dass wir uns vielleicht nochmal unsere Städte angucken. Und wir schauen mal rein. Das ist Malkia, unsere Hauptstadt. Stabilität 69%. Okay, sieht... Also 69% hat jetzt, glaube ich, noch keine negativen Auswirkungen. Basis sind 50, sieht also ganz gut aus. Ist ein positiver Wert. 39 Bewohner, Kitari, keine Kriminalität hier. Auch weil unsere Gouverneurin einfach gerecht ist. Die Delphine, die sorgt dafür, dass den Leuten es gut geht. Wir haben nicht ganz so viele Dienstleistungen. Und wir müssten hier noch Distrikte, um weitere Distrikte zu bauen, müssten wir hier noch ein paar Blocker entfernen. Stadtdistrikte haben wir auch voll ausgebaut. Wir haben ebenfalls die Industriedistrikte voll ausgebaut. Können wir denn hier schon was entfernen? Ja, industrielles Ödland. Dann können wir wieder mehr Landwirtschaftsdistrikte bauen. Die sind ja besonders toll für uns. Sollten wir einmal einstellen. Wir haben genügend Mineralien im Vorrat. Und auch genügend Energie im Vorrat. Das finde ich, hört sich ganz gut an. Wollen wir noch ein Gebäude hier bauen? Wir sind ein bisschen über unserem Verwaltungslimit. Ihr seht es, dass wir leider die Reichsgröße schon deutlich überschritten haben. Wir haben ein kleines planetares Defizit von etwas Energie. Ansonsten sieht das aber ganz gut aus. Wollen wir was bauen? Genkliniken macht, glaube ich, gerade keinen Sinn. Wir könnten ein Holotheater bauen. Die würden dann Dienstleistungen und Einigkeit produzieren. Tja, weiß ich nicht. Legierungsgießereien, die können wir ja nur einmal auf dem Planeten bauen. Das kann man schon mal machen. Wir haben aber noch viele Plätze frei. Luxusresidenzen ist Wohnung und Dienstleistung. Wir brauchen auf jeden Fall Jobs. Polizeiwache brauchen wir, glaube ich, nicht. Ressourcen, Lisos auch nicht. Tempel haben wir schon. Zwei Wirtschaftszonen. Das könnten wir machen. Dann würden wir den Handelswegwert erhöhen und auch noch gleichzeitig Dienstleistungen uns holen. Das finde ich ganz spannend. Und aus Mineralien Konsumgüter machen haben wir jetzt nicht zwingend vor. Ich bin dafür die Wirtschaftszone. Nico ist auch dafür. Das Theater, wir gehen nochmal hoch. Wo ist es denn? Die Holotheater. Die machen dann Einigkeit und Dienstleistung. Ich finde aber mit der Einigkeit mit plus 127 finde ich jetzt nicht so schlecht. Bringt sehr wenig für die Dienstleistungen. Meint ihr wahrscheinlich das Theater? Wo ist es denn da? 20 Dienstleistungen. Wir brauchen 3 und die Wirtschaftszonen, die machen was? Die machen... Also wir haben 3 Jobs mehr für Büroangestellte. Das ist schon gut. Ja, plus 6 Dienstleistungen. Also wir haben ja noch ein bisschen Platz hier. Ein bisschen was können wir noch machen. Wir werden auch noch den Außenposten hier ausbauen können, sodass wir hier noch weitere Plätze bekommen. Da bin ich ganz entspannt. Lasst uns mal zum nächsten Planeten gehen. Aktuell automatisch eine Gießereiwelt.
Wenn wir hier uns noch ein bisschen ausgebreitet haben, gucken wir uns das vielleicht nochmal genauer an, wie wir denn vielleicht die Planeten spezialisieren wollen. Aktuell, wie gesagt, eine Gießereiwelt, dann können wir Industriedistrikte schneller bauen. Und Metallurgen kosten nicht so viel Geld. Naja, kann man machen, muss man aber nicht. Liebe Grüße an unseren WB. Und wir haben hier einen Arbeitslosen. Nein, ich spreche gerade von unserem WB. Bibi, ich habe einen Job für dich. Willst du Streamer werden? Bei uns. Wir wollten gerade ein Holotheater machen. Oder bist du schon versorgt als Streamer? Bist du da voll ausgelastet oder kannst du so einen Nebenjob dir vorstellen als Streamer? Ja? Oder sagst du, das ist unter deiner Würde, weil das hier für Arbeiter ist und bist du eigentlich in Wirklichkeit eher ein Herrscher? Würde mich ja interessieren, ob wir unseren WB hier als Herrscher anfeuern können. Ja, total nervös. Kaum ist der Chef da, schon habe ich einen Knoten in die Zunge bekommen. Unglaublich, als ob ich hier verhext wurde. Achso, eher Stand-up-Comedy. Ja, also das haben wir, glaube ich, noch nicht erforscht. Ich weiß nicht, ob das für unser autokratisches Reich so gut ist, wenn man da Stand-up-Comedy hat. Ich hätte es doch lieber vorgeskriptet, muss ich eher sagen, dass man dann schön vorbildlich vorliest, was der große Boss dann einem gerade so schreibt. Jedenfalls sind die Leute hier gut versorgt mit Dienstleistungen. Wir brauchen auch mehr Jobs. Haben wenig Plätze. Hier verbrauchen wir tendenziell eher ein paar Konsumgüter. Und es ist ein Arbeiterjob. Also vielleicht holen wir uns doch noch mal einen weiteren Stadtdistrikt. Der bringt auch Wohnraum, brauchen wir nicht dringend, aber auch Dienstleistungen durch die Büroangestellten. Dann haben wir hier ein bisschen Platz und könnten uns dann hier bei den Distrikten vielleicht noch weiter aufteilen. Ach so. Nico schreibt gerade, wenn der große Boss etwas verkündet, müssen alle aufstehen. Und deshalb heißt das Ganze Stand-up-Comedy. Ach so. Ganz neu. Habe ich so noch nicht gewusst. Locker können wir hier nicht entfernen. Na gut. Hier haben wir schon wieder drei Arbeitslose. Gott, Leute. Leute, so viele Arbeitslose bei uns in der Welt. Das geht ja nicht gut. Alles Arbeiter. Die sind ein bisschen böse, denke ich mir. Aber es geht. Kriminalität immer noch bei null. Also toi, toi, toi. Das sieht gut aus. Große Welt könnten wir zum Beispiel zu so einer Legierungswelt auch machen. Es ist ein geistliches Zentrum. Die Priester produzieren mehr. Interessant. Was machen wir als nächstes? Vielleicht nochmal. Vielleicht tatsächlich nochmal ein Landwirtschaftsdistrikt. Würde ich uns hier weiterhelfen? Angler sind ja immer, da sind wir ja drauf spezialisiert. Es ist auch eine Ozeanwelt. Das Gebäude ausbauen, glaube ich, kommt noch zu früh. Ich würde erstmal hier so einen Landwirtschaftsdistrikt noch machen. Das sieht ganz gut aus. Und dann schaut mal, hier können wir wie viele Industriebezirke bauen? Ganz schön viele, ne? Ja, also das hier, denke ich mal, könnten wir durchaus zu unserem Industriewelt machen. Wir können es auch als Agrarwelt machen mit 16 Landwirtschaftsdistrikten. Es ginge beides. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir diese Welt vielleicht letztlich spezialisieren wollen. Wir haben noch eine vierte Welt bei uns im Petto. Das ist Rebulon. Rebulon ist so mäßig. Also es ist eine Gaia-Welt, das ist schön. Vollste Bewohnbarkeit, aber jetzt nicht so groß. Auch hier brauchen wir dringend neue Jobs. Hi Marcel. Was machen wir denn hier? Also Dienstleistungen brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich alles hier. Ja, ich würde mal sagen, wenn ich mal hier nach oben gucke, machen wir mal hier einen Generatordistrikt als erstes hin. Mit Energie und mit Geld kann man nie was falsch machen. Ihr wisst vielleicht, dass ich da durchaus geneigt bin, das Ganze anzuhäufen, wenn es geht. Aber ich gebe es natürlich auch gerne aus. Momentan etwas schwierig. Aber auch da finden wir noch Mittel und Wege. Ansonsten einmal hier reingeschaut, wie das Ganze bei uns im Senat aussieht. Wir stimmen gerade ab über die Sicherheitsdienstleister.
Jede Söldnerenklave enthält 10 Klottenkapazität. Wir können selbst auch eine Söldnerenklave entsenden. Wenn wir das abgestimmt haben, zeige ich euch das mal, wie das geht. Ja, und sie kosten aber auch ein bisschen mehr. Und wir bekommen nochmal 10% weniger Flottenkapazität hier oben. Das ist ja der Hammer. Wir haben jetzt schon durch unser Vasallentum etwas Nachteile. Wir wollten uns vom letzten Mal auch noch anschauen, ob wir das möglicherweise ändern wollen. Wie stehen wir gerade zu unserem Lehnsherr? Es geht. Es wird langsam, aber sicher besser. Wir sind jetzt nicht die total zufriedensten Leute. Und wir könnten auch mal versuchen, ich sag mal, ein bisschen Bedingungen auszuhandeln. Wollen wir mal gucken. Und dann haben wir eine diplomatische Bedeutung für minus 50%. Das ist gemein. Und hier könnte man tatsächlich die Vereinbarung beenden als Scholarium. Wir könnten auch darum bitten, einfach entlassen zu werden. Ich weiß nicht, ob das ein Knopf, ob ich da jetzt einfach drauf drücken darf. Besitztumsmaximum könnten wir ändern. Unabhängige Sensordaten, Lehnsherrkonflikte. Wir werden in keinen Krieg reingezogen von unserem Lehnsherr. Und wenn wir angegriffen werden, dann wird er uns verteidigen. Das finde ich gut. Ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden, wie das mit allen gemeint ist. Also ich kann auch nur sagen, dass er offensiven... bei offensiven Konflikten beitritt. Also wenn wir jemanden angreifen, aber dafür nicht, wenn wir angegriffen werden. Sehr spannend. Also ich würde ja gerne ein bisschen weniger Forschung abgeben. Können wir das hier ändern? Wir können es nur nach oben ändern. Also Forschung können wir nicht weniger abgeben, aber ich finde, wir könnten ein bisschen Ressourcen bekommen, oder? Was ist das hier? Ein bisschen Subventionen können wir doch bekommen. Markulis, ja. Alle bisher, bis heute erschienen Erweiterungen haben wir tatsächlich aktiviert. Plus ein, zwei Mods, die ihr auch findet, wenn ihr Ausrufungszeichen Game eingebt. Die haben wir dann dort aufgeführt. Bei YouTube findet ihr die Mods auch in der Videobeschreibung unter dem Video. Ansonsten alle DLCs, die es bisher gibt, sind aktiviert. Das Toxoiden-Paket gibt es ja erst morgen, das ist hier noch nicht aktiviert. Wie kommt man aus der Vasallenrolle raus? Indem man zum Beispiel einen Befreiungskrieg erklärt. Und deshalb möchten einige von euch auch gerne zu einem Bollwerk wechseln. Ich finde es aber gar nicht so schlecht, wenn wir tatsächlich so ein bisschen weiterhin in Forschung gehen. Weil wir sind ja so weit zurück, selbst wenn wir eine größere Flottenkapazität haben, Leute. Selbst wenn das klappt, sind wir technologisch so rückständig, dass sie uns einfach wegfegen würden. Mit ihrem super-duper Power-Phaser würden die einmal Piu machen. Und dann sind wir weg. Das könnt ihr mir nicht antun. Die machen einmal Piu. Und dann, ja, bin ich pulverisiert. Also da habe ich ein bisschen Angst vor. Ach, schaut mal. Und wir können Einfluss ausgeben, wenn wir hier so eine Änderung haben wollen. Ich habe ja ein bisschen strategische Ressourcen jetzt hier eingesetzt. Und dann können wir... was sind das? 175. Dann können wir sagen, wir wollen das einmal ändern. Können wir ja drauf sparen. Und schaut mal, die Akzeptanz ist gar nicht so schlecht von denen. Also schade ist, wenn wir davor schon nicht runtergehen können, aber wir könnten durchaus sagen, ey, subventioniert uns mal ein bisschen mehr, oder? Vor allem ein bisschen was, insbesondere strategische Ressourcen, noch ein paar on top bekommen. Würden sie immer noch akzeptieren. Das ist ja der Hammer. Schade, dass es hier nicht weiter nach links geht. Was können wir noch machen?
Wir wollen gar nicht in irgendwelche Konflikte reingehen. Geteilte Sensordaten können wir auch machen. Dann würden wir auf jeden Fall viel mehr wissen, was die von der Galaxie wissen. Unabhängige Diplomatie. Und unabhängig abstimmen, dass wir nicht mehr im Weltkongress, im Senat mit unserem Lehnsherr abstimmen müssen. Das finde ich auch ganz cool. Hier können wir leider nichts weitermachen. Hier oben können wir auch nichts machen. Aber das würden die alles zustimmen. Änderungen begünstigen Lehnsherren. Habe ich das falsch rum gemacht? Nee, ich habe das richtig gemacht, oder? Der Lehnsherr zahlt dem Untertan Subventionen in Höhe von 45% der monatlichen fortschrittlichen Produktion. Also das ist doch schon okay. Wenn wir dann hier voll... Wir können hier richtig bis zum Maximum gehen. Das Maximum rausholen. Die würden das mögen. Vor allen Dingen würden wir deutlich loyaler werden als vorher. Könnten uns, was Ressourcen angeht, mächtig hier ins Zeug legen. Können uns alles Mögliche kaufen. Was wollen wir mit Legierung und Konsumgütern? Wir brauchen Forschung. Naja. Aber wenn wir am Ende dann doch irgendwann eine Flotte haben wollen, können wir das damit uns holen. Spannend. Wir können alles machen. Das ist gut zu wissen, Leute. Genug theoretisiert. Wir wollen jetzt auch mal ein bisschen die Zeit weiterlaufen lassen. Kommt, Leute. Was können wir hier machen? Konstruktionsschiff. Zro können wir hier nicht anschließen. Können wir nicht. Einfluss. Wollen wir momentan noch ausgeben, um hier die letzten Systeme uns zu holen. Der fliegt auf den Weg. Hier erforschen wir noch fleißig. Attacke! Wir haben wieder abnormale Sensordaten bekommen durch das Skolarium. Aber wir müssen hier erstmal... Upsala. Wir müssen hier erstmal... hier den Krieg führen, den Kampf führen. Mit der Station, mit den Piraten, Leute! Mann, brauchen wir lange, um so eine einfache Station hier zu zerstören. Jetzt ist was passiert. Oh, wir haben was entdeckt. Die Imutaranischen Krieger haben wir entdeckt. Seit einigen Monaten haben wir vereinzelte Berichte über eine kleine Anzahl außerirdischer Söldner und Freibeuter erhalten, die an den Grenzen unseres Raums operieren. Sie selbst nennen sich die Imutarans und sind offenbar Exilanten einer nomadischen Kriegerkultur, die in und um das harmonische Repose-System herum in überfüllten Raumstationen leben. Ihre Durchreise in der Nähe unserer Grenze verlief ohne Zwischenfälle, aber sie warnten uns davor, ihr Reich zu betreten. Sie haben keine Zentralregierung, die erwähnenswert wäre, und stattdessen sind sie in verschiedene Fraktionen aufgeteilt, die oft benachbarte Sternsysteme überfallen. In Anbetracht ihrer riesigen Bevölkerungsdichte und ihrer Produktionskapazität wären die Imutarans wahrscheinlich eine bedeutende galaktische Macht, wenn sie jemals damit aufhören würden, sich gegenseitig zu töten. Mann, Mann. Guten Abend auch an Quantenkatze. Da sind sie. Ach, schaut sie euch mal an. Die sehen ja ganz lieb aus. Oh Gott, wie rufen denn? Yay! Mehr Dwarmax. Was willst du, törichter Dwarmax? Was ist passiert, dass dein Gesicht so aussieht? Reaktorunfall? Vakuumaussetzung? Schau dich an! Mann, mein Gesicht? Gott, Leute. Ja, ich... Gib zu, ich habe mich nicht so rasiert heute, aber dass man gleich hier so fertig gemacht wird, Frechheit! Unglaublich, wir sind die Imutarans, wir jagen Dwarmax. Wer ist Dwarmax? Sind wir Dwarmax, Leute? Sind wir das? Wenn Dwarmax in imutaranisches Gebiet kommt, machen wir Dwarmax Eintopf aus dir. Nicht gut für Dwarmax, oder? Yay!
Was machen die immer für komische Geräusche? Vielleicht kennst du andere Dwarmak, vielleicht möchtest du, dass sie Dwarmak-Eintopf werden. Das lässt sich einrichten. Immutarans kämpfen für Dwarmak gegen andere Dwarmak, wenn Preis stimmt. Ja. Sehr nett. Übertragung beenden. Wir kämpfen trotzdem hier erstmal weiter, aber das scheint ganz gut zu gehen. Und können uns deshalb trotzdem einmal dem Adomir-System widmen, das wir gerade erforscht haben. Hier gibt es auch eine Welt, eine tote Welt. Ja, bitte, dann gehen wir mal hier weiter. Ach, wir können die auch mal alle in Auftrag geben. So, das sollte ja alles uns noch zustehen hier. Piratenstation überfallen, vernichtet, Sicherheitszelle geborgen und wir bekommen 100 Credits und 180 Mineralien. Ja, danke, das war jetzt nicht so viel. Für die erste aquatische Flotte schicken wir mal zurück zur Heimatbasis. Vielleicht wäre die Heimatbasis so irgendwie so bei Rebolon besser, dann hätten wir hier das ganz viel besser abgedeckt. Hier wird ja jetzt nicht so schnell ein Krieg kommen. Auf der anderen Seite sind dort Piraten, wenn die zu uns kommen. Die Piraten werden jetzt platt gemacht. Denke ich mir. Können wir uns das angucken? Die scheinen im Krampf zu sein. Hier kommen... Wo sind denn die anderen Flotten? Die sehen wir gar nicht. Ach, die sind hier nebenan. Ja, müssen wir die da jetzt hinbringen? Die Pest! Die Pest der sieben Raummeere. Das stimmt. Wir sagen mal, verbessern. Ja, geh mal dahin. Da kannst du dich auch heilen. Ach Gott, verbessere dich mal. Geh mal dahin. Nach Abderab. Das ist unser Heimatsystem. Dann haben wir hier noch ein Konstruktionsschiff. Zro wissen wir noch nicht, wie man es anschließt. Hier wissen wir es auch nicht, wie man es anschließt. Die tropische Welt könnten wir theoretisch uns noch holen. Können wir schon sowas... Können wir überhaupt schon sowas machen wie... Terraform. Wir benötigen eine ökologische Anpassung. Da wissen wir noch nicht, wie das Ganze geht. Also die Planeten, die wir hier im Westen unseres Reiches haben, die können wir nicht so schnell uns holen. Hier gibt es eine archäologische Stätte, auf die wir warten, dass wir unser Reich hier ausdehnen. Da warten wir mal noch so lange. Tja, und ansonsten müssen wir uns etwas gedulden, dass wir mehr Einfluss haben? Gott, meine Maus springt gerade durch die Gegend. Terraform kommt erst viel später, ja. Da müssen wir uns echt gedulden. So, das haben wir uns hier aber schön ausgedehnt. Das war das Letzte, was sozusagen noch ein bisschen unter Druck stand. Jetzt können wir hier die Systeme verbessern. Lohnt sich das, das Konstruktionsschiff hier rüber zu schicken? Bin ich mir nicht sicher. Das ist ja ein relativ langer Weg durch Feindgebiet auch noch hier oben durch. Das sind ja die Isra, die uns viele Gebiete leider abgeluchst haben. Sind uns auch noch ein bisschen überlegen. Haben hier ein kleines Spionagenetzwerk. Hatten dort eins etabliert. Wir haben einen Spion. Was machen wir mit dem Diplomaten, den wir nicht zugewiesen haben? Mal überlegen. Erste Flotte ist repariert worden, das ist gut. Das ist das Ionische Reich. Das ist unser Lehnsherr und das sind unsere Partner hier oben, die wir auch ausspionieren, aber auch noch gleichzeitig die Beziehung verbessern, weil wir da so einen coolen Forschungspakt machen konnten. Wir können ja einmal reingucken, Leute, uns mal bei den anderen Kontakten angucken, ob noch jemand so ein Forschungsabkommen mit uns machen möchte. Wo sind wir denn eigentlich? Wir sollten möglichst weit oben sein und sind es so, naja, noch nicht so ganz. Wir haben hier die Kideshi. Das sind Siloten. Wir haben gute Beziehungen zu denen. Sind auch Vasall unter dem Ionischen Imperium.
Können wir mit denen ein Forschungsabkommen schließen? Da würden wir 344 Techs bekommen und sie bekämen 424. Das ist nicht zu unserem Vorteil. Das wollen wir nicht. Wir bräuchten dafür auch einen Gesandten. Wen kennen wir denn noch? Ebenbürtig. Mit denen haben wir schon ein Forschungsabkommen. Hegemonische Imperialisten. Die sind uns auch sehr ähnlich. Die sind überwältigend stark. Können wir mit denen ein Forschungsabkommen machen? Wir könnten eine Botschaft etablieren. Forschungsabkommen würden sie jetzt erstmal nicht machen. Aber sind auch nur ebenbürtig, was die Technologiestufe angeht. Kann ich das irgendwie sortieren nach der Technologiestufe? Ich glaube nicht. Haben wir uns mit denen schon unterhalten? Die mögen uns nicht. Den haben wir uns schon unterhalten. Die vielleicht. Eine theokratische Diktatur, das ist uns doch eigentlich sympathisch, weil wir auch spiritualistisch und autoritär sind. Wir gucken mal, ob wir hier ein Forschungsabkommen schließen könnten. Wird sich aber auch kaum lohnen. Und sie wollen es auch auf gar keinen Fall. Also mit Forschungsabkommen kommen wir nicht weiter. Schade. Dann haben wir hier noch die Schleierdamen. Die bei uns im Raum liegen. Danke. Flotte verbessert. Wir haben gar keinen Anführer für unsere Flotte. Das hätten wir mal vorm Kampf machen sollen. Erinnert mich mal beim nächsten Mal daran, wenn wir wieder Piraten sehen, dass wir dann bitte auch einen Anführer für unsere Flotte haben wollen, der tatsächlich auch ein bisschen Erfahrung sammelt. Ja, das wäre cool. Hier das Forschungsschiff. Ich mag das ja nicht, dass die ganzen Schiffe nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Sternbasis bauen. Können wir irgendwas Cooles machen? Beobachtungsposten. Hatten wir nicht irgendwo eine primitive Kultur entdeckt? Ich glaube aber, das war in einem System, was wir uns leider nicht schnappen konnten. Hier gibt es eine Megastruktur in diesem System. Ein zerstörtes strategisches Koordinationszentrum. Okay. Gehört leider nicht zu uns. Gott, die Maus will nicht so wie ich will. Gott sei Dank hat das Ganze bald ein Ende. Was machen unsere Welten? Wird noch gebaut. Hier sind wir schon fertig. Also wir haben ja super viele Mineralien und sowas alles auf der hohen Kante. Lasst uns das mal schön ausbauen. Genkliniken haben wir hier. Jobs brauchen wir noch wieder ein paar. Dann gleich mal noch ein Stadtbezirk hinterher. Und hier auch bitte gleich ein Stadtbezirk hinterher. Dass die Städte gut groß werden. Wir haben ja nicht so viele Planeten, die wir hier besiedeln können. Wir gehen nochmal auf den Expansionsplaner gucken. Ja, und sehen, es sieht ganz schlecht aus. Ganz viel 0%. Trockene, kalte, tote Welten. Das Einzige, was noch mit 50% ginge, trotz einer gefährlichen Tierwelt, wäre Amastis. Immerhin 16er Planet, der größte, den wir hier kennengelernt haben. Ah, Mann, Mann, Mann. Trotzdem die Frage noch nicht geklärt, was wir mit dem Gesandten machen. Erstmal Forschung gucken. Jetzt Gasabbau möglich. Einschüsse von exotischem Gas sind selten und oft mit konventionellen Mitteln nicht zugänglich. Solche Ablagerungen können nur durch spezielle Absaugtechniken erreicht werden. Absaugtechniken. Sind wir hier beim Zahnarzt? Was erforschen wir als nächstes? Nochmal mehr Ingenieurforschung fände ich tendenziell ganz gut. Mineralien von Jobs, das scheint so eine Grundlagenforschung zu sein. Mit energiebetriebenen Exoskeletten. Planetare Baugeschwindigkeit auch nett. Bessere Panzerung. Einfachere Trägergeschwader wären auch cool. Alles cool.
Alles cool. Ich fange mal mit dem Kleinen an, hier mit den Forschungsskeletten. Das dauert 2 Jahre. Ansonsten haben wir noch die Flottenkapazität, die wir erhöhen wollen. Das ist die hier. Das wird uns gut nach vorne bringen. Da können wir endlich mal unsere Legierung einsetzen. Und die Archäologiefähigkeit ist hoffentlich dann fertig, sobald wir unsere... Na, wo ist sie? Da. Unsere archäologische Stätte hier angeschlossen haben. Hallo an Jafar. Was machen wir mit dem Gesandten? Im Zweifelsfall würde ich schon sagen, spionieren wir hier unsere Nachbarn ein bisschen aus. Wieder. Und schicken den mal wieder hier hin. Da gab es ja mal einen Skandal. Nein. Und kaum habe ich... Kaum habe ich sie hier hingesetzt. Nein. Ich habe es gerade noch gesagt, da gab es doch mal einen Skandal. Jetzt haben wir den da wieder hingeschickt und kurz nach der Einreise wurde unser Botschafter aufgrund zahlreicher Anschuldigungen verhaftet. Und sie schreiben, wir danken euch, dass ihr den Verbrecher zu uns zurückgebracht habt, damit der Gerechtigkeit Genüge getan werden kann. Der wird jetzt aus unserem Anführerpool entfernt. Kostet uns 30 Einfluss. Das ist jetzt bitter. Dafür haben wir jetzt einen neuen Anführer hier. Oh, verdammt. 10 Monate Einfluss. Nur weil Matze sich nicht mehr erinnern konnte, dass da möglicherweise eine Falle auf uns wartet. Dafür haben wir jetzt hier bei unserem Wissenschaftler eine Stufe mehr bekommen. Bitte. Aber wird neuer Botschafter, neuer Gesandter da. Bivit heißt er. Mal gucken, ob er das besser macht. Wir haben jetzt wieder mit unserem Konstruktionsschiff hier alles abgeschlossen. Was wollen wir hier dringend anschließen? Also ich bin natürlich schon hier geneigt, schnell die neuen Planeten uns dazu zu holen. Bevor hier wieder andere uns da was wegschnappen. Wir fliegen mal direkt hier weiterhin. Hier sind schon wieder Forschungsschiffe von den Wabada. Wer ist denn das? Das sind die hier. Ah, das sind diese bullenähnlichen evangelischen Zeloten, die etwas argwöhnisch und streitsüchtig sind und eine überwältigende Flottenstärke haben. Aber wir brauchen ja keine Angst zu haben, wir werden ja beschützt. Sehr schön. Das System entdeckt, ja, mäßig spannend mit 2 Energie und 2 Mineralien, aber immerhin. Dann haben wir hier noch die Mura-Station. Wo ist die denn? Die ist hier im Grenzgebiet, wo mir gesagt wird, dass wir hier wahrscheinlich die Plattformen aktualisieren können. Sollten wir auch mal einschieben und wir sollten vielleicht auch mal ein paar weitere bauen. Vielleicht nochmal 3. Ach, wir können nur 3 in die Warteschlange packen. Na gut. Dann müssen wir uns ein bisschen gedulden. Dann wollen wir unsere Forschungsvereinbarung für 2000 Credits natürlich fortsetzen, dass wir nochmal 10% mehr Forschungsgeschwindigkeit bekommen. Meinung plus 20. Jetzt sind wir bei plus 70. Was können wir denn von den Quallen noch so lernen, Leute? Wo sind sie denn? Ja, danke für den Hinweis. Kuratoren, Diplomatie... Wir könnten mal fragen, ob wir einen Wissenschaftler rekrutieren wollen oder über andere Kunden etwas erfahren. Das fände ich ganz interessant. Mal sehen, was wir dort herausbekommen. Ich bin sehr gespannt.